haben den Energieschild zur zentralen Kammer geöffnet, Professor. Und jetzt? Finden wir es raus. Professor, halt! Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, stimmt's? Puh, das stinkt. Nach Brutes. Die haben über diesen Weg bestimmt die Wächter umgangen. Okay, es gibt noch 3 weitere Schaltkreise. Gemeinsam regeln sie den Blutsväterschild, der unseren Weg in den Kartenraum blockiert. Sie müssen alle ausschalten. Hatte auch kein Zuckerschlecken erwartet. Passen Sie auf Wächter auf. Die kommen angeschwärmt, wenn sie die Schaltkreise angreifen. Dann machen wir besser schnell. Findet die Schaltkreise. Findet die Schaltkreise, okay. Alle Einheiten. Das kriegen wir hin, oder? Sollte machbar sein. Alle Einheiten. Warten auf den Weg. Ich bin unterwegs. Rück auf. Warten auf den Weg. Wir werden hier niedergemacht. Granaten werfen hier. Alle Einheiten. Im Laufen. Rücke auf. Alle Einheiten. Wächter sind auf dem Weg. Wächter sind auf dem Weg. Dann muss schnell den Weg hier. Das ist schon lustig, ne? Ja. Das sieht echt hervorragend aus. Wieder das MAB benutzen, ja. Zack. Alle Einheiten. MABs sind übrigens die stärksten Waffen, die Menschen zur Verfügung haben. MABs, okay. Ja, das ist magnetische... Ich weiß nicht. Also das M steht auf jeden Fall für magnetisch, das weiß ich noch. Sind im Prinzip Kanonenschüsse, die magnetisch rotiert werden und dadurch ein Vielfaches an Geschwindigkeit dazu kriegen. Okay. Fahrzeug-Upgrade. Oh, okay. Dann machen wir es auch einmal. Können wir noch was Schickes hier machen? Nee, ne? Nee. Haben wir alles? Alle Einheiten. Achso, wir müssen auch wieder ein MAB schießen, ne? Danke, ja. Alle Einheiten. So. Schnell ran da, kaputt machen. Das war der erste Schaltkreis. Nur noch 2 übrig. So. Okay. Marines! Warthog bereit zum Loslegen. Marines melden sich zum Dienst. Aufgewärmt und bereit. Fahrzeug Level 1 erforscht. Fahrzeug Level 1 erforscht. Sehr schön. Können wir noch was weiteres? Oh. Aus Versehen Nachschub laden. Oh mein Gott, ich war kurz im Halo, im Halo-Forum, beziehungsweise auf dem Halo-Wiki. Und wer auch immer mich im Chat als Freak bezeichnet hat, kann da ja gerne nochmal reingucken und nach MAB gucken. Es gibt da tatsächlich Blaupausen für einzelne Ghost- und Railgun-Geschützen. Okay. Fans dann herstellen könnten, oder was? Nee, wie die im Halo aufgebaut sind. Okay. Haben Fans gemacht, oder? Ja, scheinbar. Oder von Fans, für Fans. Ich weiß, also die Videos halt sein, aber... Es sah halt sehr, sehr merkwürdig aus, oder so. Und alles sehr hart beschrieben. Alle Einheiten.
Einen wunderschönen Herr Karger. Da kommen Sie, Jero. Alle Einheiten. Ja, ich habe ihn bereits über den Chat begrüßt. Schnell raus hier, bevor die Wächter wieder kommen. So, noch ein paar Units herstellen hier. Zack. Oh, von hinten kommt jetzt aber was. Boah, fuck ey. Direkt wieder Kapazitäten und alle Einheiten. Fakt auf dem Weg. Ich bin unterwegs. Ah, fuck, wir haben keine Ressourcen, wir haben keine Nachschub. Kein Nachschub. Upgrade abgeschlossen. Wo müssen wir noch 50 jetzt abwarten? Zack! Alle Einheiten! Spark auf dem Weg! So, der zweite ist auch kaputt. Einer noch und wir sind durch den Schild durch. Nee. Bin ich nicht. Im Laufweg! In Bewegung! Ich bin unterwegs. Sparken auf dem Weg. Raketenwerfer bereit zum Feuer. Marines, nehmt diesen Punkt ein, Marines. Schicke Koordinaten. Oh, 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 alle Einheiten. Alle Einheiten. Schnell noch ein bisschen was nachbauen hier. Nach. Stehe unter Feind. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Wieso nimmt das Geschütz keinen Schaden? Kannst du dir nicht sagen. Im Laufschritt. Okay. In Bewegung. Wolverine. Okay. Ich bin unterwegs. Das war mal ein herber Verlust, ne? Alle Einheiten. Sparken auf dem Weg. Nicht so hängen lassen, Marines. Kann es sein, dass die Basis einen Schildgenerator hat, einen extern? Ja, das kann sehr gut sein. Alle Einheiten. Aber ich sehe auch gerade, wir müssen drum rumlaufen. Ne, müssen da durch, ne? Ja. Dann kommen wir hier rum. Wir müssen da durch. Könnte ein Schild haben. Die Basis hatte ein Schild. Ja, aber wie kriegt man den weg? Entweder mit Fußeinheiten irgendwie da reinkommen und da den Generator finden und zerballern. Oder der Schildgenerator ist hinter der Basis, dass du einmal rum musst. Mhm. Die haben natürlich auch Abwehrtürme und das ist ziemlich. Ja. Alle Einheiten. Sparken auf dem Weg. Marines melden sich zum Dienst. Nachschubmodul errichtet. Im Laufbett! Ich setze mich ganz schnell. Schreien jetzt mir Schaden zu! In Bewegung!
Jetzt ist Schild weg. Warum auch immer. Zerballert. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Da ist auch ein Schildgenerator, der ist auch hinter dem Schild. Ich bin unterwegs. Ganz einfach. Jetzt ist er. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Das muss wie tot. Wahrscheinlich kann der Schild nur eine gewisse Menge an Schaden absorbieren, bevor der dann ausgeht und sich neu aufbauen muss. Das kann natürlich sein, ja. Ist ja mein Master Chief, beziehungsweise bei den Spartans nichts anderes. Alle Einheiten. Dieses Gebäude nutzt der Feind nicht mehr. Alle Einheiten. Kann jederzeit losgehen. Marines sind... Alle Einheiten. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Alle Einheiten. Wolverine meldet sich zum Dienst. So, wir haben noch 20 Slots. Wolverine steht unter Beschuss. Kommen. Alle Einheiten. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. So. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Sie werden es bereuen, an dich geraten zu sein. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Alle Einheiten, alle Einheiten. Ich setze mich ganz schnell durch hier durch. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Wollen die doch tatsächlich wieder ein Schild aufstellen hier? Das geht aber gar nicht. Das wird deren Strategie sein. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. So. Alle Einheiten. Das ist sogar mit der Lore vereinbar, denn am Anfang, am Anfang des Krieges haben sich die Allianz auch in den Schilden versteckt. Die Menschheit hat ja keine. Okay. Alle Einheiten. So. Professor, wir haben Ingenieure. Abschluss meines Teams bestätigt. Sind da gerade noch weitere Basen gesprochen? Hier links und rechts, ne? So welche. Ja. Ingenieur erledigt. Zielt auf die Schaltkreise. Im Laufbrett. Im Laufbrett. So, sie haben tatsächlich sogar Technik, also die Ingenieure. Sie geben Einheiten ein zusätzliches Schild, machen aber nichts. Alle Einheiten. Weiter. Okay. Eigentlich eine friedfertige und angsteinflößende, also Angst, Achtung, nicht angsteinflößende Rasse, sondern eine sehr furchtsame Rasse. Sie hat sehr viel Angst vor neuen Sachen, aber sie kann sich sehr schnell mit neuer Technologie verbinden. Die reparieren das hier einfach. Bist du Ingenieur erledigt. Zielt auf die Schaltkreise. Erhalten unser Ja, und sie können auch neue Technologie sehr schnell reparieren. Nebenbei taucht hier das erste Mal Halo ODST auf, was mein Lieblings-Halo-Teil ist. ODST? Warum das denn? Ich mochte den ganzen Aufbau des Spiels. Die gesamte Storyline ist ganz cool des Spiels, weil es halt wirklich eine durchgehende Geschichte ist aus mehreren Perspektiven. Ja. Und die Herangehensweise des Spiels, dass du dir wirklich halt erstmal bist du auf diesen Straßen in der Dunkelheit und musst deine Leute wiederfinden und findest immer nur Anhaltspunkte, wo sie gewesen sind. Und sobald du einen Anhaltspunkt hast, schaltest du praktisch erst das Level frei und spielst das nach, was denen passiert ist. Und das war ganz interessant gemacht. War das der erste Teil für 360, kann das sein? Nee, der kam nach Halo 3 raus. Achso, okay. Der heißt auch Halo 3 ODST. Den habe ich auch nie gezockt.
Sau geil, kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Vor allem, das war auch dann ein kostenloses DLC für die Master Chief Collection. Vorausgesetzt, du hattest sie bis zum Dezember gespielt. Okay. Und ich hatte sie mir noch nicht gekauft und habe sie kostenlos gekriegt, weil ich das einmal im Multiplayer bei Shaun of the Sea über meinen Account gespielt habe. Glück gehabt, wa? Ja, richtig Glück gehabt. So, kurzen Prozess gemacht. In Bewegung. Ich bin unterwegs. Rück auf. Rück auf. Ich bin unterwegs. Es hatte, also ODST auf der 360 hatte übrigens eins der allerbesten Archivements überhaupt. Wer wäre? Du musstest alleine. Oh, was ist hier denn passiert? Oh. Also auf legendär musstest du ein Level beenden, ohne einen Schuss abzufeuern oder eine Granate zu werfen. Man musste ein Level beenden, ohne was? Ohne einen Schuss abzufeuern oder eine Granate zu werfen. Auf legendär. Ja. Krass. Man durfte aber Nahkampf machen, ne? Ja. Okay. Das hast du natürlich geschafft, oder? Ja, natürlich habe ich das nicht geschafft. Hat anderthalb Stunden gedauert. ich habe ein Level gemacht, was man Fahrzeugen machen kann. Und habe mir einfach einen Warthog gekrallt und bin einfach abgehauen und durchgefahren. Und dann war es ab da war es nur noch auswendig lernen. Nur noch, okay, wo fährt der Panzer lang? Wie kann ich dem Panzer am besten ausweichen? Okay. Dann war das nur noch Trial and Error. So, hier schön gepennt. Alle Einheiten. Nachschubmodul errichtet. Geschütz errichtet. Generator errichtet. Hm? Und ODST hatte eins der besten Collectible-Systeme, was ich kenne. Schädel sammeln oder war das beim 5? Du hast Audiologs gesammelt und mit diesen Audiologs hast du immer so Schnipsel von der Tonspur halt aufgesammelt. Und wenn du die alle hattest, konntest du sie dir nochmal am Stück anhören. Und das war dann ein ungefähr 30-minütiges bis 45-minütiges Hörspiel. Oh krass. Was die komplette Vorgeschichte erklärt hat aus der Sicht eines kleinen Mädchens. Aber dafür muss man ja schon Fan sein, ne? Sonst mag das weniger interessant sein, oder? Ja. Du hast dazu zusätzlich noch Gimmicks innerhalb, also du musstest ja mal durch diese Straßen von Mombasa, durch diese Stadt laufen. Wow, jetzt sind die schon wieder hier, ey. Und du hast Versorgungspunkte freigeschaltet, wo du dann Raketenwerfer und sowas finden konntest. Also es hat sich auch schon gelohnt, zusammen. Unsere Basis wird angegriffen. Alle Einheiten. Eieieiei. Das wird hier aber nichts, du. Ja, die Mission ist schon deutlich schwerer als die vorherigen, ne? Ja. Noch deutlich langwieriger. Oh, die dürfen nicht meine. Alle Einheiten. Geschütz errichtet. Waffenkammer errichtet. Alle Einheiten. Werde von oben beschossen. So. Natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen.
Garage errichtet. Geschütz errichtet. Generator-Upgrade abgeschlossen. Generator-Upgrade abgeschlossen. Systeme justiert. Geschütz aufgerüstet. Systeme justiert. Geschütz aufgerüstet. Maschinenwerfer bereit zum Feuer. Geschütz errichtet. Marines melden sich zum Dienst. So, da kommt er schon wieder. Sammelpunkt festgelegt. Latschen wir mal eben los, um die letzte Base da zu vernichten. Das ist eigentlich der untere Punkt. Da hast du, glaube ich, auch noch ein Missionsziel. Geschütz errichtet. Der hier? Also nee, der. Du hast ja einmal nach oben, links was und unten rechts so ein bisschen. Also bei das ist, der muss. Ich habe das Tor hier unten freigeschaltet. Und dann komme ich da hoch erst. Aber ich mache erst die Base hier kaputt und dann. Okay. Bestimmt eine Nebenmission oder so. Nee, du musst auch eigentlich diese, diese Sachen, die die Wächter beschützen, noch. Ja, ja, das ist jetzt der letzte, den ich da machen muss. Da habe ich da unten so ein. Oh, oh, oh. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Bin dran. Befehl. Lufteinheit, die feuern auf dich! Verlassen. Im Eiltempo. Systeme justiert. Die machen aber auch einen Schaden, ey. Die Bogentruppen wollen ja. Kommen! Im Laufschritt! In Bewegung! 092 ist bereit. Sparken auf dem Weg. So, jetzt latsche ich wieder zurück. Geschütz errichtet. Geschütz aufgerüstet. Geschütz aufgerüstet. Lufteinheit, feuern auf mich! So, optional habe ich auch alles. Wow. Anführerfähigkeit nice, alles optional. So habe ich alle optionalen Ziele auch. Geschütz errichtet. Marines. Also, habe ich das verstanden? In Bewegung. Nicht zu hängen lassen, Marines. Bin unterwegs. Aufgewärmt und bereit. Bin unterwegs. Oh, hier sind ganz viele Wächter, siehst du das? Was siehst du gleich? Krasse Idee, Mann. Also die Wächter sehen echt fett aus. Ja. Ich bin unterwegs. Unsere Basis wird angegriffen. Look out.
Ein Schwarm blockiert den Zugang zum Kartenraum. Aktivier den EMP. Das war's, Professor. Katzin. Legen Sie los. Finden wir heraus, was Atriox vorhat. Unglaublich. Von hier habe ich Zugriff auf alles. Waffen, Umweltkontrollen, Biodiversitätsbibliothek und das Portalnetzwerk. Captain Atriox hat mit Hilfe des Kartografen das Portalnetzwerk der Arche übernommen. Es gibt Tausende. Er hat die gesamte Arche abgedeckt. So kann er seine Truppen also überall gleichzeitig einsetzen. Das erklärt einiges. Professor, ich muss wissen, wie er das Netzwerk kontrolliert, damit wir es ausschalten können. Haben Sie alles? Ich würde ja gerne bleiben und mehr erfahren. Aber wir sollten besser aufbrechen. Zurück. So. Ihr habt mutig und ehrenvoll gekämpft. Ein wohlverdienter Sieg. Mission geschafft. Highlight ist, alle optionalen Dinge haben wir geschafft. Leider noch kein Level up, aber es macht ja nichts. Ja, das war schon wirklich deutlich schwieriger als die vorherigen Missionen. Ja, aber, das hat man gesehen. Ja. Aber ich habe einen Kritikpunkt gerade. In der letzten Abschlussszene, wo der Spartan auf das Wächterding gesprungen ist und so, ne? Mhm. Die Fahrzeuge sahen so ein bisschen Plastik aus. Ja gut, das wird wahrscheinlich so eine Strategiekrankheit sein, oder? Wie wollen wir das ja, darstellen? Ja, vermutlich, vermutlich. Ja, das sah so ein bisschen nach Matchbox aus, ganz ehrlich. Ja. Ja, dann machen wir einfach mal weiter. Aber kritisieren auf hohem Niveau halt. Truppen sind für einen Frontalangriff zu stark und zu gut verschanzt. Er hat seine Truppen dank dem Portalnetzwerk über die ganze Arche verstreut. Das war sein größter Fehler. Dank Anders Informationen aus dem Kartografen wissen wir, dass Atriox zentraler Portalnetzwerk-Steuerknoten in der Nähe ist. Wenn wir ihn zerstören, können sie das Portalnetzwerk nicht mehr nutzen. Teile von Atriox Truppen werden dann feststecken und der Rest kann sich nicht mehr so leicht neu formieren. Dann hätten wir eine Chance. Die schlechte Nachricht ist, dass wir jede Menge Truppen der Verbanden in diesem Gebiet haben. Atriox weiß, was wir vorhaben. Die Verbanden werden den Portalsteuerknoten mit aller Macht verteidigen. Sie müssen jedes Portal auf dem Weg zum Steuerknoten eliminieren, sonst werden wir überrannt. Noch schlimmer. Unsere Aufklärer glauben, dass Decimus vor ein paar Stunden eingetroffen ist und nach Rache sinnt. Lassen Sie ihn diesmal nicht entkommen. Wir freuen uns drauf.